Hallo und willkommen. Mein Name ist Angelika Winkelhofer und ich begleite dich mit meiner Erfahrung beruflich und persönlich sehr, sehr gerne auf deinem therapeutischen und auf deinem spirituellen Weg. In diesem Video Stille Abend geht's um den spirituellen Weg. Wenn die Glückseligkeit, der Frieden, das Aufwachen, das Enlightenment, wenn das dein natürlicher Zustand ist, wie kommt es denn, dass so viel Leid und Unglück in der Welt ist? Das ist die entscheidende Frage. Und ein Phänomen, was wir dabei beobachten, sind Ekel, Scham und Schuldgefühle. Das alles ist auf der körperlichen, der seelischen und der mentalen Ebene eine Trennung. Und die Trennung führt dazu, dass wir uns abgeschnitten fühlen und abgeschnitten sind und leiden. Schuldgefühle sind die mentale Komponente davon. Deswegen heißt dieses Video Verstrickung statt Frieden oder Schuldgefühle statt Erleuchtung. Willkommen. Wenn wir uns mit Pflichtgefühlen und Schuldgefühlen beschäftigen, nochmal ganz deutlich, dann befinden wir uns auf der mentalen Ebene. Das heißt, wir bilden eine Wertegemeinschaft. Ja, so gibt es im Christentum die 10 Gebote. Das könnte man sagen, ist die Wertegemeinschaft, der kleinste gemeinsame Nenner. Und wie wir damit umgehen, und was wir vielleicht für eigene Gebote und Verbote haben, das ist es gut herauszufinden. Diese Gebote könnte man auch sagen, sind Glaubenssätze. Ich würde aber, um das noch etwas genauer so zu beschreiben, sagen, diese Gebote sind eigentlich die Grundlage für Glaubenssätze. Also, wenn ich zum Beispiel sage, ich bin ein friedlicher Mensch, dann ist das grundlegende Gebot darunter, du sollst nicht töten. Oder ich möchte niemanden töten. Und neben solchen Geboten, die vielleicht nützlich sind, gibt es womöglich auch ganz unnütze und hemmende Gebote und Tabus, die dir das Leben schwer machen und die dich tatsächlich auch davon abhalten, glücklich und in Frieden und still zu sein. Wenn du das kennst und die Art und Weise, wie das für dich funktioniert, dann kann es dir mehr und mehr gelingen, trotzdem, da so eine innere Aufwallung ist, trotzdem alles in dir schreit, nein, darf ich nicht, oder das muss doch aber so, dass du trotzdem dich darin verankerst, was immer da ist. Wollen wir jetzt mal untersuchen, wie das funktioniert mit diesen Schuld- und Pflichtgefühlen, worauf die aufbauen und wie der Mensch so gestrickt ist. Zu der Wertegemeinschaft gehören bestimmte Vorurteile. Ich erzähle mal einen amerikanischen Witz dazu, um das ein bisschen deutlich zu machen, wie gemeingut bestimmte Vorurteile sind und wie wir dem Ganzen dann was Humoristisches abgewinnen und wo wir vielleicht merken, wo sich's für dich auch vielleicht eng anfühlt. Die Amerikaner haben Vorstellungen von einem europäischen Himmel und einer europäischen Hölle. Und im europäischen Himmel ist es so, dass die Deutschen die Techniker sind, dass die Franzosen die Liebhaber sind, dass die Italiener die Köche sind, dass die Engländer die Polizisten sind und dass die ganze Angelegenheit von den Schweizern organisiert wird. In der europäischen Hölle ist es so, dass die Deutschen die Polizisten sind, die Engländer die Köche, die Franzosen die Techniker, die Schweizer die Liebhaber und das Ganze wird organisiert von den Italienern. Und vielleicht warst du mal auf einem italienischen Flughafen. Dann hast du eine Idee davon, wie man sich diese Hölle vorstellen kann.
Und wenn ich das so erzähle, dann gibt es unmittelbar einen Sinn darin. Ja, wer kommt auf die Idee, alles mit Pfefferminzsoße zu essen? Und darüber dürfen wir uns lustig machen. Also das sind Vorurteile, die wir haben dürfen. Das ist, wie wir auch mit uns selber kritisch sind. Und man darf eben bei uns sich über die Holländer lustig machen, aber nicht über die Juden. So hat das natürlich auch seinen Grund. Aber es zeigt auch, wo das Denken eng geworden ist. Und wie diese Enge im Denken uns in bestimmten Kategorien festhält. Also es gibt bestimmte Vorurteile und es gibt bestimmte Vorurteile, die mit bestimmten Gruppen verbunden sind. Also es gibt womöglich auch sowas wie ein nationales Gewissen. Und die Frage ist, auf welche Weise beeinflusst und beeinträchtigt mich das? Und an diesem nationalen Gewissen kannst du beispielhaft erkennen, wie das Gewissen, wie unsere Vorurteile, wie das funktioniert und wie das eigentlich ganz selbstverständlich ist. Und wie uns das auch ein Stück weit zusammenhält. Das ist der eine Aspekt davon, wie das funktioniert. Das sind gepflegte Vorurteile und Angewohnheiten. Der zweite Punkt sind Gebote und Verbote. Ich möchte das am Thema Alkohol deutlich machen. Nicht aus moralischen Gründen, sondern weil es einfach so, ja, weil sich daran was gut zeigen lässt, das wirst du gleich rausziehen, was ich dort meine. Also es gibt bestimmte Länder, wie zum Beispiel die Franzosen natürlich, bei denen nennt man eine Mahlzeit ohne Alkohol Frühstück. Und wenn jemand bei uns zum Mittagessen schon Wein bestellt, dann ist es, naja, eine Ausnahme. Wenn jemand am Abend oder zu einer Feierlichkeit kein Alkohol trinkt, dann ist das komisch. Also zu unterschiedlichen Gelegenheiten in unterschiedlichen Ländern gibt es zum Thema Alkohol ganz andere Einstellungen. Und man könnte jetzt sagen, keine Ahnung, die Abstinenzler haben die Moral auf ihrer Seite und die Trinkfreudigen haben die Freude auf ihrer Seite. Aber wenn du das so für dich reflektierst, dann wird deutlich, ah, da gibt es Gebote und die sind aber dehnbar. Ja. So wie ein Mensch, der, sagen wir, als Christ streng gegen Mord und Totschlag ist, hält ein Mord, wenn überhaupt, nur gegen Heiden für erlaubt. Ein anderer Mensch, ein frommer Heide, tut keinem Menschen was zuleide und so weiter. Da gibt es auch noch mal ein Gefühl dafür, wie ist das denn mit unseren Geboten? Wie gelten die denn? Und da kriegst du mit, diese Gebote, die auf dem Gewissen beruhen, sind kompromittierbar. Die sind kompromittiert durch einen Zusammenhalt innerhalb einer Gruppe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Jugendliche bin, dann kann ich, wenn ich mit meinen Freunden bin, muss ich vielleicht ein Bier trinken. Wenn ich mit meinen Eltern am Abendbrottisch sitze, würde ich nicht auf die Idee kommen. Und ich bin ja aber in beidem der gleiche Mensch. Und es ist gut, dass ich mich da anpassen kann und dass ich in verschiedenen Gruppen auf unterschiedliche Weise in Kontakt gehe und das auch antizipieren kann, dass ich mich meiner Chefin gegenüber anders verhalte als meiner Partnerin. Das gehört ja auch zum sozialen Miteinander dazu. Die Frage ist nur, wo verliere ich mich denn da unterwegs? Und das gilt es rauszufinden.
Weil da, wo ich mich verliere oder da, wo ich Gebote und Verbote habe, die gar nicht zu dem passen, was mir wirklich am Herzen liegt, da kann ich natürlich auch nicht zu dem finden, was ich bin und was mich ausmacht. Dieses Gewissen, diese Schuldgefühle, dieses Pflichtgefühl, dieses mentale Miteinander, hat einen sehr hohen Stellenwert bei uns, ja, weil der Mensch sich eben auch über gemeinsame Werte definiert. Das macht einen Teil von den Corona-Differenzen so bedrohlich, weil das so scheint, als ob gemeinsame Werte plötzlich völlig über den Haufen geworfen werden würden, geworden werden, wären. Und ja, das fühlt sich brüchig an oder verletzbar, wenn es nicht gemeinsam Grundwerte gibt. Weil das Verlassen von gemeinsamen Grundwerten ist der Auslöser für Krieg. Und das ist dann eben auch bedrohlich. Aber eine unterschiedliche Meinung zu haben oder eine unterschiedliche Erfahrung gemacht zu haben und dann zu unterschiedlichen Schlüssen gekommen zu sein, ist nicht gleich ein Krieg. Man braucht nicht gleich ein Krieg zu sein. Aber wir merken, wenn diese Werte angegriffen werden, gibt es einen inneren Alarm. Und dieser Alarm ist sehr schrill, so wie der Feuermelder ungefähr, nachts um 12:30 oder um 2:30. Ja, so schrill ist dieser Alarm, wenn diese Werte verletzt werden. Und es gibt eine Fantasie, dass wenn ich diese Werte verletze oder verdammt bin, dann ist meine ganze Gemeinschaft davon betroffen. Ja, also sowas wie eine Sippenhaft gibt es jetzt nicht mehr so in unserem Umkreis vielleicht, aber muss man auch nicht sehr weit weggucken, wo so die Ehre der Familie einen ganz hohen und ganz anderen Stellenwert hat als jetzt hier vielleicht auch noch vor 50 Jahren. Was sollen denn die Nachbarn denken? Also das ist, das bedroht eben nicht nur mich, sondern auch meine Familie und meine Familie, wer auch immer das ist, das ist eben ein Teil von mir. Und deswegen ist dieser Alarm so rasselig. Ja, weil er uns so mitnimmt. Die Folge davon ist, und das ist der vierte Punkt, dass das Gewissen die Erleuchtung in gewisser Weise schlägt. Wenn mein Gewissen Alarm schlägt, dann verzichte ich aus Pflichtgefühl und Verstrickung und Loyalität, auch einer falsch verstandenen Loyalität, auf mein eigenes Glück. Und das ist natürlich tragisch. Also dieses Gewissen, wie die Herde zusammengehalten wird, wie wir eben gemeinsam leichter überleben, hat eine höhere Priorität als mein eigenes Glück. Und ein bisschen was davon ist schön. Ja, es ist schön, dass nicht jeder nur sein eigenes Glück verfolgt und einem die anderen ganz furchtbar egal sind. Da ist auch eine Qualität drin. Und dann gibt es aber einen Punkt, wo ich mich fragen muss, so, und was sind meine 10 Gebote? Offenbar ist, du darfst nicht töten oder du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Das finden wir vielleicht nicht so schnell. Aber wenn wir mal mit dem ersten anfangen, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dann muss ich mich ja fragen, was ist denn mein Gott? Also was ist mein oberstes, was mir am allerwichtigsten ist? Und wenn sowas wie Wahrhaftigkeit mein oberstes, erstes Gebot für mich ist, dann kann ich diese Erschütterung, die das Gewissen macht und die diese Verstrickung machen, dann kann ich die tatsächlich tragen. Und dann bleibe ich
verbunden mit dem, was in meinem Herzen das erste Gebot ist und halte das aus, dass ich womöglich in anderen Zusammenhängen andere Gebote, die mir vielleicht auch wichtig sind, überschreite. Dann halte ich das aus, wenn mein Körper Alarm und Scham und Ekel und Schuldgefühle schreit und sowas macht man doch nicht, weil dann gibt es in den Momenten, wo ich wirklich da bin und mit mir verbunden bin, einfach die Wahrhaftigkeit. Dann bist du vielleicht bereit für den Frieden, deine Menschenrechte und dein Selbstbestimmungsrecht aufzugeben, wenn Frieden dein höchstes Gebot ist. Also so hinzuspüren. Was ist das eigentlich, wofür ich stehe? Was sind das für Dinge, die ich mir verboten habe, die in meiner Familie vielleicht verboten waren? Darf ich glücklich sein? Darf ich mich tatsächlich so sehr lieben wie meinen Nächsten? Wie immer untersuchen wir diese Fragen mit der sich wiederholenden Frage. Das Video dazu ist verlinkt, ist unten in der Beschreibung. Und die Fragen, die zu diesem Thema gehören, sind als erstes die Frage, wofür stehst du? Die zweite Frage wäre, wozu stehst du dazu oder warum stehst du dazu? Sie könnte auch lauten, was wird dir das geben? Weil es geht um das zugrunde liegende Bedürfnis, was damit verknüpft ist. Und dann kommen vielleicht lauter Überlebensbedürfnisse, kommen vielleicht kindliche Bedürfnisse, kommen vielleicht über Ich-Ideale, wie wir sagen würden, also so hehre Ziele wie ich wünsche mir Frieden, ich stehe für Frieden auf der ganzen Welt. Und dann aber, ja, okay, was gibt mir das? Ja, da tut mir keiner was. Und plötzlich bin ich ganz nah bei mir und ganz nah bei dem, wo ich mich vielleicht auch verletzlich fühle. Oder ich finde raus, ja, Wahrhaftigkeit. Und ich kriege mit, ah ja, wenn da eine bestimmte Gestalt mir gegenübersteht, wo mein Körper sich bedroht fühlt, wo vielleicht sogar noch was getriggert wird. Und dann gibt es kleine Momente, wo ich trotzdem alle Alarmknöpfe auf Rot sind, ich mit dieser Wahrhaftigkeit verbunden bleibe. Wo ich mich in der Liebe, die da ist, in einer göttlichen Liebe oder einer natürlichen Liebe, wie auch immer du das nennen willst, gehalten fühle, obwohl vielleicht gerade die Welt um mich herum wackelt. Aber dann hast du dich damit auseinandergesetzt, wofür stehe ich? Ich wünsche dir sehr viel Freude und Bewegung und Abenteuer, wenn du dir diese Fragen stellst, das untersuchst. Vielleicht magst du das nächste Mal live dabei sein, wenn wir uns treffen, entweder auch hier in meinem Praxisräumen oder online an einem Dienstagabend oder an einem Wochenende. Ich freue mich, wenn du dabei bist. Danke, dass du das Video angeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal, wann auch immer das ist.